mir Kraft für ein neues Leben. Ich fühle mich gut wie nie zuvor, was auch geschehen mag. Denn deine Liebe bringt mich durch den Tag. Ich weiß, du gibst uns nie verloren, denn es tut so gut, wie du mich liebst, so gut, wie du mich liebst. Alles aus Liebe, komm mit und wir werden auf Wolken schweben. Alles aus Liebe, denn du gibst mir Kraft für ein neues Leben. Ich fühl mich gut wie nie zuvor, was auch geschehen mag. Alles aus Liebe, Geraldine Olivier. Glückwunsch übrigens, du hast ja geheiratet. Ich habe geheiratet, danke, auf Mauritius und das war wunderschön, fast wie hier. Hättest du mal was gesagt, dann wären wir mit unserem Musikantendampfer vorbeigefahren. Es liegt ja quasi auf dem Weg. Ja. Man kann tatsächlich über die Elbe bis nach Hamburg, dann in die Nordsee, über den Atlantik, also es wäre gegangen. Das letzte Mal waren wir ja sogar schon auf der Ostsee. Es wäre ein langer Weg ja, gewesen, das stimmt. Aber wir wollten keinen Trubel und schlussendlich bin ich schon dreimal verheiratet. Dreimal schon? Ja. Wie heißt denn dein dritter Kapitän jetzt? Er heißt Lutz, aber ich habe gehört, dass du auch irgendwie in deiner letzten Dampfersendung gesagt hast, dass du heiraten willst, oder? Hab ich? Ja, das stimmt, ja. Aber ich bin halt nicht ganz so ungeduldig wie du. Und außerdem gibt es das Sprichwort, drum prüfe, wer sich ewig bindet. So. Aber ich sage, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber gleich dreimal? Ja, das dritte Mal ist das richtige Mal, das sage ich dir. Und außerdem gibt es ja keine Versicherung gegen Schiffbruch. Nein, gibt es nicht, nie. Also man sollte im Hafen der Ehe einfach an Bord gehen. Ja, und deswegen sage ich dir, komm an Bord, sonst fährt dein Dampfer weg. Du meinst das Traumboot der Liebe. Ja, das Traumboot der Liebe. Komm mit mir, steig ein. Steig in das Traumboot der Liebe. Dort auf der Insel der Schönheit wartet das Glück auf uns zwei. Die Nacht erzählt uns ein Märchen und macht das Märchen auch wahr. Steig in das Traumboot der Liebe, bald sind wir beide ein Paar. Leise rauscht das Meer und leise singt der Wind. Alles ringsumher duftet blütenschwer, eine Melodie. Heute uns erwacht eine Melodie der Nacht. Steig in das Traumboot der Liebe, fahre mit mir nach Hawaii. Dort auf der Insel der Schönheit das Glück auf uns zwei. Die Nacht erzählt uns ein Märchen und macht das Märchen auch wahr. Steig in das Traumboot der Liebe, bald sind wir beide ein. Sind wir beide ein Paar.
Wir sind jetzt in der Nähe der kleinen Stadt Malchow. Die liegt ja mitten in der Mecklenburger Seenplatte. Und wie es der Name schon sagt, ist diese Gegend hier ziemlich platt. 62 Meter sind wir hier im Durchschnitt über dem Meeresspiegel. Wobei diese Anhöhe in der Nähe von Malchow, die ist quasi die Zugspitze der Seenplatte mit ganzen 75 Metern. Schneesicher ist es hier natürlich nicht, aber man kann trotzdem Schlitten fahren. Sogar im Sommer. Hier gibt es nämlich eine Sommerrodelbahn. Und dazu habe ich mir jetzt die erfolgreichste deutsche Rennrodlerin aller Zeiten eingeladen, Silke Otto. Hallo. Hallo, servus. Es ist ja Wahnsinn, was du in deiner Karriere geschafft hast. 3-mal deutsche Meisterin, 2-mal olympisches Gold. Weltcuprennen, glaube ich, waren es 37. 37, ja. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, alles gewonnen. Aber in diesem Jahr, da kam die Krönung. Sina, ja. Das kleine Töchterchen, sehr bezaubernd. War das nicht eine Wahnsinnsumstellung, auf einmal zu sagen, jetzt ist Schluss mit dem Rennrodelsport, kein Rodel mehr unterm Hintern? Ja, es ist schon ein völlig anderes Leben, aber ich habe es jahrelang gemacht und es wurde jetzt einfach Zeit und es ist ein wunderschönes Leben. Sehr schmerzlich bestimmt die Trennung von diesen hautengen, schönen Rennanzügen. Ja, das nicht wirklich, die waren eher für die Aerodynamik, nicht rein optisch gesehen. Könnten wir heute aber gut gebrauchen, denn es gibt im Musikantendampfer ein Comeback von Silke Otto im Rennrodelsport und zwar hier auf der Rennrodelbahn, auf der Sommerrodelbahn von Malchow. Was sagst du zu dieser Bahn, zu diesen Kurven? Ja, also wenn man sich so anschaut, sie hat nicht sehr viel Gefälle, aber viele lange Geraden und ich denke, dadurch wird schon eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, also wir lassen uns einfach überraschen. Wer wird gewinnen? Silke Otto oder Maxi Erland? Natürlich ich, aber ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir auch die Daumen und ich lasse dir vor allem den Vortritt. Danke. Bitte schön. Die Angst steht dir ins Gesicht geschrieben und los geht's! Oh, was für ein Start für Silke Otto. So elegant, dank meiner Hilfe. Sie legt sich in den Rodel wie eine Flunder so flach. Da sieht man die Erfahrung. Silke Otto kämpft sich durch. Sie beißt die Zähne zusammen. Die Zielgerade kommt. Silke Otto. Und wird das ein neuer Weltrekord? Da hast du ja ganz schön was vorgelegt. Sag ich dir. So, und jetzt ein eleganterer Start als ich vorher. Na dann, lass die Bremse los. Ja, jetzt habe ich ihn angeschubst. Ich habe alles gegeben. Das macht er echt super. Maxi, lass die Bremse los! Super, mach dich lang, Maxi, komm. Ja, ich glaube, an ihm ist ein Rodler verloren gegangen. Komm, Zielkurve, komm gleich. Jetzt, gib alles. Knapp verloren, juhu, ich hab gewonnen! Super. Okay, ich gebe mich geschlagen. Das ist sie, die Siegerin unseres Musikantendampfer Sommerrodelwettbewerbs, Silke Otto. Es gibt zwar keine Medaille, aber frisch gefischt aus den Mecklenburger Gewässern. Das ist für deine kleine Tochter, für Dankeschön. Die Sina. Aber niedlich. Ich habe mich doch gar nicht so dumm angestellt, oder? Nee, warst echt super. Ich habe gesagt, vor uns, an dir ist ein Rodler verloren gegangen. Aber mach weiter, Musik. Man nennt mich ja auch den bayerischen Rodelraudi. Ja. Das nächste Mal singen wir beide aber auch ein Duett. Ja? Jetzt habe ich mit dir gerodelt und wir zwei singen das nächste Mal, okay? Nicht wirklich. Also ich würde es gerne machen, aber das wollen wir den Leuten nicht antun. Doch, das wollen die Leute hören, da bin ich mir ganz sicher. Wir sind mittlerweile auf dem Plauer See. Der wiederum hat seinen Namen von Plau am See. Oder auch umgekehrt, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall scheint das ein Künstlername zu sein. Denn es klingt zwar ganz schön, ist aber nicht so wirklich richtig. Die Stadt ist nämlich nur durch diesen kleinen Kanal hier mit dem See verbunden. Aber der See hat seinen Namen von der Stadt. Und außerdem ist Plau am See Luftkurort. Mit reiner, guter, frischer Luft kennen sich unsere nächsten Gäste bestens aus. Die kommen nämlich aus den Dolomiten. Die Hallo. Ladina. Servus. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Gefällt es euch hier im Plau am See? Ja, natürlich. Eine wunderschöne Landschaft auch hier. Es fehlen nur noch ein bisschen die Dolomiten. Ja, die hat er in Südtirol zu Genüge. Aber da sieht man, wir in Deutschland haben auch sehr schöne Ecken. Ja, ihr habt uns
die größten Erfolge von einem Schweizer mitgebracht, und zwar von Vico Torriani. Und einer der ganz großen Hits war ja Kalkutta liegt am Ganges. Das ist eigentlich genauso falsch wie Blau liegt am See, denn Kalkutta liegt in Wirklichkeit am Hugli, der fließt dann später irgendwann mal in den Ganges, dann stimmt's wieder, ist aber auch völlig egal. Die Ladiner sind bei uns in Deutschland so erfolgreich und haben über 100.000 CDs verkauft. Dafür gibt es heute bei uns im Musikantendampfer ganz feierlich eine goldene Schallplatte. Herzlichen Glückwunsch, Otto. Dankeschön. Jacqueline. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Da bedanken wir uns natürlich bei allen Fans und Freunden der Volksmusik, dass sie uns die Treue gehalten haben, diese 5 Jahre. Und wir bedanken uns auch bei allen, die immer wieder hinter uns stehen. Dankeschön an alle. So, und Dankeschön. Jetzt wollen wir die Ladiner aber auch singen hören. Lieder von Vico Torriani. Siebenmal in der Woche möchte ich ausgehen. Siebenmal möchte ich glücklich sein mit dir. Siebenmal, siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal klopfe ich an deine Tür. Siebenmal frag ich, gehst du mit mir tanzen? Siebenmal sagst du ja, denn du bist süß. Siebenmal, siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal sind wir dann im Paradies. La 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 la. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am schönen Rhein liegt Basel und Kairo liegt am Nil. Doch ich träum von Madeleine, an der liegt mir viel. Die schwarzen, coolen Augen, das ganze Drum und Dran, das schau ich an und sag mir dann. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. La 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 la. Bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb, sind die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen in weiten Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt. Von fern, wie es sieht. Bella, bella, bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Das waren die größten Hits von Vico Torriani. Der Schweizer Entertainer hat ja in den 60er Jahren ganz viele Fernsehshows moderiert. Und einige davon hat er mit einer sehr geschmackvollen Einlage verfeinert. Bestimmt erinnern Sie sich noch an das gesungene Rezept. Vico Torriani war ja eigentlich mal gelernter Koch. Ich möchte jetzt mal versuchen, ob diese Art von Fernsehshow-Kochen auch heute noch Geschmack findet. Außerdem habe ich einen ganz schönen Hunger, denn unser Kapitän, der Michael, hatte nichts mehr im Kühlschrank. Also das kommt mir sehr gelegen. Die Mecklenburger Küche, die eignet sich ohnehin sehr gut für einen solchen Versuch. Die ist nämlich wie eine Fernsehshow, immer für eine Überraschung gut. Und der Rest,
Ja, der Rest ist Geschmackssache. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Cuisine de Mecklenburg ist der Zucker, habe ich mir sagen lassen. Da gibt es zum Beispiel die traditionelle Buttermilchsoup, also die Buttermilchsuppe. Und da kommen auf einen Liter Buttermilch 5 Esslöffel Puderzucker, 2 Päckchen Vanillezucker und 4 Esslöffel Johannisbeerkonfitüre. Sie merken schon, eine sehr süße Angelegenheit und unheimlich gehaltvoll. Drum machen wir heute die Light-Variante, die Buttermilchkartoffeln. Und dazu lasse ich mir jetzt weibliche, charmante Unterstützung kommen. Die Grand Prix-Siegerinnen Sigrid und Marina. Und Sie zu Hause, Sie sollten unbedingt mitkochen bei unseren Mecklenburger Buttermilchkartoffeln, zubereitet mit Musik. Man nimmt Kartoffeln lecker, die wir lieben, vorab geschält und kocht sie weich. Dann bring ich gute Buttermilch zum Sieden, hinzu kommt Mehl, gerillt wird gleich. Es fehlt noch Lorbeerblatt und etwas Pfeffer und Zwiebeln, klar, gehören rein. Auch Speck ganz feinen Würfeln, das ist clever, der darf nicht fehlen, so muss es sein. Jetzt gut hinsehen, ich zeig euch den Clou, das hier kommt jetzt in den Topf dazu. Das ist ja wie was früher der war, ne Symphonie, riecht wunderbar. Die Buttermilchkartoffeln sind gleich fertig, schaut nur zu. Nur noch Zucker, Salz und Pfeffer rein. Zu Würstchen, genauso ist es fein. Das ist ja wie, was kocht er da? Ne Symphonie schmeckt wunderbar. Die Buttermilchkartoffeln sind nun fertig, jetzt haut rein. Na gut, das war nicht schlecht, doch man kennt viele Rezepte in der Gegend hier. Bei uns gibt es im Mecklenburger Stile noch ein Gericht, wir zeigen's dir. Man legt hier diesen tollen, feinen Schinken in Milch und in Muskatnussein. Den Speck und süße Birnen lässt man sinken in diesen Teig, schnell mit hinein. Ja, wie was rühren die da, ne Sinfonie, ganz wunderbar. Nach einer halben Stunde sind sie fertig, macht den Test. Jetzt zurück zum Schinken nebenan, mach schon mal die Ofenplatte an. Das ist ja wie was kocht ihr da, ne Sinfonie, schmeckt wunderbar. Und ist der Kost gebraten, richten wir das Ganze an. Der Mecklenburger kocht, wenn man ihn lässt. Mit viel Zucker, ja, das ist ein Fest. Man kocht hier wie, das ist doch klar, eine Symphonie, ganz wunderbar. Und wenn Sie es nicht glauben, machen Sie doch mal den Test. Mecklenburger Küche ist ein Fest. Süß und sauer, ja, da bleibt kein Rest. Man kocht hier wie, das ist doch klar, eine Symphonie, ganz wunderbar. Und wenn Sie es nicht glauben, machen Sie doch mal. Wie das duftet. Vielen Dank meinen beiden Konkurrenzköchinnen Sigrid und Marina aus dem Salzkammergut. Da kann man also nicht nur gut lustig sein, sondern auch sehr gut kochen. Oh, danke schön. Ja, ja. Glückwunsch auch noch zum Grand Prix-Sieg. Danke, Maxi. Mir war Riesenfreude, dass das heuer so gut gelaufen ist. Gemeinsam mit die Zilla Dollar Hodelumpen. Ich glaube auch, unseren kleinen Kochwettbewerb hier im Musikantendampfer habt ihr mit weitem Abstand gewonnen. Na, ja, du, ja, doch, jetzt auch nicht, also so schlecht warst du nicht. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber ihr habt auf jeden Fall die bessere Figur beim Kochen gemacht. Und außerdem haben die mich ganz schön abgelenkt mit ihren Tanzeinlagen die ganze Zeit. Du, Maxi, aber wie hat das Gericht nochmal geheißen, das du gekocht hast? Das waren Mecklenburger Buttermilchkartoffeln. Aha, okay, jetzt weiß ich, was ich mir bestimmt nie wieder bestellen werde. Das ist gemein. Aber wir haben ja noch viel Zeit gemeinsam, denn auch Sigrid und Marina sind dabei bei unserer Musikantendampfer-Konzerttournee. Und da wird so lange gekocht, bis es schmeckt. Genau, da haben wir genügend Zeit zum Üben. Da lassen wir dann nicht mehr locker. Genau. Ich habe allerdings immer noch ein bisschen Hunger.
werde jetzt mal am Hafen eine frische Fischsemmel kaufen. Gut. Wollt ihr auch eine? Ehrlich gesagt nicht. Wir zwei, wir würden lieber nur einen Zinger. Ach so, am größten See Deutschlands, am Müritzsee vielleicht. Ah, Maxi, du, glaube ich, verhaust dich jetzt, oder? Wieso? Der größte See Deutschlands, das ist der Bodensee. Nee, also ihr könnt vielleicht besser kochen als ich, aber das weiß ich hundertprozentig. Der Müritzsee ist der größte Binnensee, der nur in Deutschland liegt. Dass du mir in die Augen sahst und plötzlich war da mehr. Das Kribbeln in meinem Bauch, das kannte ich vorher kaum. Bühne frei fürs große Glück und ab in einen Traum. Wir schicken unsere Herzen der Sonne. Ich bin inzwischen abgetaucht und zwar auf den Grund der Müritz. Natürlich nicht wirklich. Ich bin hier im niegelnagelneuen Müritzium. Das ist in Deutschland was ziemlich Einzigartiges. Vor kurzem erst eröffnet worden, hier in Waren an der Müritz, Deutschlands größtes Süßwasseraquarium. Hier kann man sich die Tier- und Pflanzenwelt der Mecklenburger Seenplatte quasi live anschauen. Etwa 1000 Fische schwimmen in 200.000 Litern Wasser. Und zu den absoluten Showstars da gehören diese Störe, Zander, Hechte, Karpfen oder Welse. Also seitdem ich im Müritzium war, weiß ich wenigstens, wie es jetzt hier unter dem Kiel der Anna so aussieht. Ich finde ja, die Stadt Waren hat so einen Hauch von Saint-Tropez, oder? Also so einen ganz kleinen Hauch. Wir machen uns jetzt mit der Anna über die Mecklenburger Seenplatte auf den Weg in die alte Residenzstadt nach Neustrelitz. Und da kann man sich an manchen Plätzen ja wie im Märchen fühlen. Oder wie in der Operette. Zum Beispiel in der Tschadas-Fürstin.
alle sind wir Sünder, es wäre uns zwar gesünder, bei Nacht zu liegen, ausgestreckt im Bett. Doch das Großstadtpflaster hat uns verfügt zum Laster und wir sind Lumpen drum von A bis Z. Alle sind wir Sünder und freuen uns wie die Kinder auf jedes neue Mädel im Programm. In der trauten Atmosphäre, wo man tanzt und küsst und lacht, freilich auf die Weltmisere macht zum Tag die Nacht. Ja, alle sind wir Falter und man vergisst sein Alter, tritt so ein kleines, super feines, zuckersüßes Mädel auf den Plan. Gehen die Grafen vor 3 Uhr morgens schlafen, drum wälzt sich mich im holden Sündenpfuhl. In dem Reich der Schminke vergnüglich ich versinke, die Bühne ist die beste Liebeschuh. In dem Reich der Künste, im Rauche ich mich dünste und mach seit Jahren mehr kein Auge zu. Hier amüsiert man flotzig, bleibt gesund man wie ein Fisch, hier wie ein Gott, sich bleibt man fesch und frisch. Und was uns alle bindet und unser Herz entzündet, was ist das Wesen, außer Lesen, ist die kleine Fee vom Varieté. Johannes Kalfers und Frank Matthias. Das war übrigens ein Stück aus der Tschadersfürstin von Emmerich Kallmann. Also bei den Medis vom Chanton sind wir ganz schön gut angekommen, oder? In der Tat. Meint ihr denn, mit Operettenscham kommt man bei den Frauen heutzutage auch noch gut an? Nicht nur, aber ja, auf jeden Fall auch. Mit Sicherheit, klar. Denk schon. Ich weiß nicht. Wir sollten vielleicht einen sogenannten Charmtest machen. Also wer von uns dreien bekommt das schönste Lächeln hier in Neustrelitz? Okay. Was haltet ihr davon? Super Idee. Machen wir. Machen wir. Ja? Also, auf geht's. Bitte lächeln. Ich küsse Ihre Hand, Madame, und räume es mir im Mund. So, bitteschön. Zauberhaft. Ich habe gehört, hier auf diesem Boot, da ist eine Frau, die hat ein wunderschönes Lächeln. Oh, 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 oh. Guck mal, er grinst schon. Und sie lächelt doch hervorragend. Was wollen wir da noch mehr? Da muss ich doch gar nichts mehr zu sagen. Schenken Sie mir ein wunderschönes Lächeln. Ah, wunderbar. Da habe ich ja schon gewonnen. Tun Sie mir einen Gefallen? Ja. Lach mal. Lach den Maxi mal an. Jo, jo. Kommen Sie mal hier. Lächeln Sie mir einmal. Ach, wunderschön. Lachen Sie mal für mich. So lacht man frisch getraut. Also ihr müsst schon zugeben, ich habe gewonnen. Da gibt's keinen Zweifel. Ach, komm. Hast du nicht meine mit dem Diamanten ein Lächeln gesehen? Jungs, entschuldigt bitte. Ich finde, ich habe das schönste Lächeln bekommen. Welches denn? Na, das eben. Das eine von der Kleine. Ja, von der. Wisst ihr was, damit wir uns hier nicht verstreiten, gewonnen hat die Operette. Oder? Gute wir drei haben bewiesen, dass der Charme von einem Tenor, von einem Bariton und von einem Aushilfstenor sehr gut ankommen, oder? Schlägst dich tapfer. Also, vielen Dank, die Herren.
Übrigens, schon einmal hat ein Neustrelitzer Lächeln ganz Europa verzaubert. Das ist jetzt ziemlich genau 200 Jahre her. Hier war nämlich das Zuhause der legendären Königin Luise von Preußen, geborene Mecklenburg-Strelitz. Die war sowas wie die Lady Di des 19. Jahrhunderts, also eine wahre Königin der Herzen. Napoleon soll seines fast an sie verloren haben, aber nur fast. Da gab es noch ein Mitglied dieser Familie Mecklenburg-Strelitz, und zwar die Sophie Charlotte. Die hat es ihrer Zeit sogar bis zur Königin von England und Irland geschafft. Und das ist schon eine ganze Menge für jemanden, der eigentlich aus Miro bei Neustrelitz kommt. Wir schauen uns mal ihre Kinderstube an, und zwar gemeinsam mit Gigi Anderson. Fürs Leben keine Zeit. Der Alltag hat dich voll im Griff, tust dir schon selber leid. Du musst dich endlich mal befreien und einfach mal du selber sein. Schmeiß alles weg, lass alles hinter dir. Du findest dich wieder attraktiv, spürst deine Weiblichkeit. Mit einem Blick, der alles sagt, lachst du mich an, nimmst meine Hand. Und wie ich frag, da flüsterst du mir zu. Von allen Fenstern aus sehen wir Wasser, lebendiges Wasser, das Schönste auf Erden. Es blitzt auf zwischen den Wipfeln uralter Linden, es verliert sich in der Ferne. Das hat der Schriftsteller Hans Fallada mal über diese Gegend geschrieben. Er war ja hier zu Hause in Feldberg, also in Feldberg in Mecklenburg, nicht etwa in Feldberg im Schwarzwald. Das kann man ja leicht verwechseln. Dazwischen liegen allerdings 900 Kilometer. Und trotzdem sind sich die Feldberger über diese Entfernung hinweg sehr nahe. Es gibt zum Beispiel eine gemeinsame Homepage. Da kann man dann anklicken, wohin man gerne möchte. Entweder nach Südwestfeldberg oder nach Nordostfeldberg. Die Mecklenburger kommen im Winter gerne mal in den Schwarzwald zum Skifahren. Und im Sommer ist es andersrum. Da kommen die Schwarzwälder dann hierher nach Mecklenburg zum Wasserskifahren. Und manchmal kommen die Feldberger aus Feldberg hierher nach Feldberg einfach nur zu musizieren. Wir haben alle lang getingelt. Hey, oh, hey, oh.
oftmals hat die Kasse nicht geklingelt. Dann eines Tages lernten wir uns kennen. Und seither wollen wir uns nie wieder trennen. Das sind wir, immer auf Achse, das sind wir. Mit unserem Lied, das nur von Liebe und Spaß.